Ja, willkommen zur zweiten Folge meines Let's Plays hier auf Europa. Ja, ich hoffe, ihr habt die erste Folge gut überstanden. Wo waren wir denn eigentlich bei hier? Ich glaube, ja, ich wollte Gold holen, genau, für den Pipebender, um die Schleuse hier zu Ende zu bauen. Das werden wir aber noch nicht so ganz schaffen. Saugen erstmal den ganzen Kram hier raus, der hier drin ist. Alles verschoben. So. Gut, dann zieht der mir den Kram raus, dann kann ich euch die Atmosphäre zeigen hier. Achso, haha. So geht's besser, würde ich sagen. Ja, also X und N2. N2 kommt wahrscheinlich, weil ich das Jetpack hier vorhin anhatte. Und das X, das wird jetzt, sind glaube ich, weiß ich nicht, 800 Pascal draußen oder sowas. Also nicht sonderlich viel. Ziehen wir mal alles raus, den ganzen Mist, damit wir gleich den Tank hier aufmachen können. Dann haben wir hier drin nämlich auch Temperatur. Dann kann ich was trinken. Aber nur 37%. Mein Akku, ja gut, 28%. Der wird dann auch nicht mehr ganz so viel leiden. Ist dann auch ein bisschen angenehmer. Nehmen wir mal aus. Kabel habe ich gerade nicht. Ja, komm. Craft noch ein paar Kabel. Für Strom können wir auch den Generator auch anmachen. Kabel, Kabel, Kabel. Zack. Dann, warum packt er den da hin? Fehlt mir irgendein Werkzeug? Ach, da oben. So, jetzt habe ich mal normal einen Standard hier wieder. Gut, dann brauchen wir gleich noch einen Locker. Haben wir dafür noch? Ja, Eisen haben wir noch. Bauen wir noch ein Locker-Kit hier. Stellen wir dann noch einen Schrank daneben. Wenn es gleich hell ist, dann gehen wir eben Gold holen. Ich habe irgendwo Gold schon gesehen. Ich glaube, irgendwo so diese Richtung oder so habe ich gerade kurz, meine ich, Gold aufblitzen sehen oder sowas. So. Direkt daneben. Dann können wir da den ganzen Essensquatsch rein machen. Eier werden wahrscheinlich schon wieder in 7 Minuten. Ich kriege das echt nicht hin, dass ich die Eier mal ausbrüte, bevor mir die verschimmeln. Oh, noch mehr? Nö. Mal machen wir das Essen hier komplett rein. So. Dann haben wir das noch. Die verschimmeln wir sowieso gleich, aber klar. Weiß ich auch nicht, warum man die dabei hat, ehrlich gesagt. Die verschimmeln eh. Und das hier noch, das kann damit rein. Und den hier. Oh, war doch noch eine Farbe. Upsi. So, bist du jetzt mal fertig hier? Meine Herren, das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. 3 Pascal. Also sobald es, glaube ich, unter einen Pascal geht, haben wir es geschafft. Mal hier unten, da muss Nil stehen, also für nichts mehr da. Wenn das da steht, dann ist alles gut, dann ist alles tutti. Wenn das dann nicht steht, ist doof. Aber wir haben nicht mehr viel Strom. Lassen wir den Strom mal für den Vent. Ja, müssen wir mal kurz abwarten hier. Ich warte mal bis Tag ist und lasse den Vent hier mal durchlaufen. Also, bis gleich. So.
Mir ist gerade aufgefallen, es ist wohl ziemlich doof, wenn ich jetzt auf den Tag warte. Wir haben hier jetzt ein Nil stehen, das heißt, hier ist nur noch sehr wenig X drin. Aber wenn ich auf den Tag warte, dann habe ich hier gleich wieder ganz viel Mist drin, das heißt, ich muss jetzt mal Gold organisieren. Probieren wir es mal, ob wir irgendwo bisschen Gold herkriegen. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. Ich denke mal, so ein Stäckchen würde reichen. Ein kleines Stäckchen. Oh, und. Ah! Es ist ja goldgleich. Hö? So, ein Stack. Komm schon. Jawohl. Genau das, was ich wollte. Nicht so viel die Flasche hier verbrauchen. Dann jagen wir mal eben so ein Stack hier durch. Ja, wir brauchen Strom. Dann machen wir Strom hier. Wie viel brauchen wir? Zwei oder sowas? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel wir brauchen. Ich mache mal 10 eben. Und können mit den 10 schon mal reingehen. Oder? Macht das Sinn? Ja, dann müsste ich ja eigentlich den Pipebender schon mal hinstellen können. Eisen haben wir da noch drin, Kupfer haben wir noch drin. Das müsste eigentlich passen. Ich muss jetzt zusehen, weil ich habe nicht mehr ganz so viel Saft und ich habe nicht mehr ganz so viel trinken. Und ich will jetzt nicht mein Leben als Ressource verwenden. So. Starten. Jetzt einmal zumachen. Der Pumpen. So, kann ich jetzt den Pipebender bauen? Oh nee, Eisen fehlt. Mann. Ach du Hornochse. So, na, ja, genau. So, da drauf. So, dann auch mal das gleiche Spiel zumachen, anmachen. Machen. Jetzt aber. Ja, das waren 2 Gold, genau. 10 Kupfer, okay. Also wenn der gleich durch ist, dann können wir direkt nochmal. Wir können schon mal die Batterie tauschen. Man sieht von hier aus jetzt nicht, ob er läuft, der Generator da. Bisschen doof. Man sieht es hier am Blinken, wenn er grün blinkt, also grün-blau, dann lädt er auf. Wenn er rot-blau blinkt, dann lädt er nicht auf. So, dann Gold rein. Eis mitnehmen. Hydration critical. Ja, ich weiß. Dann stell dich jetzt nicht so an. Gibt ja bald lecker. Schönes, leckeres, frisches Wasser. Da, so. Ich würde sagen, dann holen wir noch mal ein bisschen Kohle. Dass das hier jetzt immer schwindet, ich weiß auch nicht. Ist das so gewollt? Ich glaube nicht. Also Kohle werden wir einiges brauchen, bis wir einen richtigen Generator oder sowas haben.
Also bis auf den Zeitgenerator. Und braucht einen Akku und so weiter. Und ja, das wird ein bisschen dauern, weil das muss alles erst erforscht werden. Und ich glaube, würde mal so schätzen, da liegen jetzt vier, fünf Forschungen zum kleinen Akku zwischen uns. Also, da brauchen wir noch ein bisschen. Müssen erstmal den Pipebender haben, Electronics Printer und dann können wir mit der Forschung beginnen. Vorher wird das alles nichts. Also da wird noch ein bisschen viel Energie durch den Generator ins Nirgendwo fließen, bevor wir das vernünftig in den Akku fließen lassen können. Leider. Aber gut, dafür habe ich diese Forschung gemacht. Das soll ja auch ein bisschen komplexer sein. Man soll ja auch nicht sofort fertig sein mit dem ganzen Spiel. Sonst macht mir das nämlich irgendwie keinen Spaß, wenn ich dann immer direkt fertig bin. Seht ihr, der Generator arbeitet nicht mehr und jetzt leuchtet das hier rot-blau. 16 noch. Eieiei. Aber er da drin müsste ja auch mal bald fertig sein, oder? Er arbeitet noch. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann gehen wir noch ein bisschen, bisschen Eisen holen hier. Und nicht jetzt halt rumstehen und nichts tun, ne? Abbauen. Können diese vollen Stacks hier mal hinpacken. Können wir nämlich noch mehr einsacken. Eisen werden wir eh sehr viel brauchen. Müssen eine Furnace noch hinstellen, eine große, also größer als die Arc Furnace. Die ganz große, die Advanced, das wird noch ein bisschen dauern. Oh, schon leer hier. Habe jetzt keinen Bock, den Bohrscanner auszupacken. Ah, das sieht alles sehr gut aus. Ich hoffe, er arbeitet nicht mehr. Nee. Aber der noch. Vier, zwei. Ja, die zwei warten wir noch und dann holen wir noch mal. Dann holen wir uns. Nee, wir holen uns nicht. Wir holen uns jetzt auch was, aber dann packen wir da Kupfer rein, dann kann nochmal Kupfer durchschmelzen. Das Erz sammle ich noch nicht, was da. Ach, das Gas von dem Erz, das sammle ich noch nicht ein. Dafür habe ich einfach noch nicht die Möglichkeiten. Ich kann nämlich auch keine großen Tanks bauen. Große Tanks sind nämlich auch von der Forschung. Also nicht nur die ganz großen, sondern die normalen Tanks. Ich kann nur Portable-Tanks bauen. Und auch nicht die isolierten. Also temperaturtechnisch auch problematisch hier. Ebenso wie beim Wasser. Jetzt auch ein bisschen kritisch, weil beim Wasser werden wir oder können wir jetzt nur noch 0 bis 100 Grad reinladen in die Flaschen. Das Wasser wird allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ach ja, das geht ja nicht, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Wasser weniger als 0 Grad haben. Das müssen wir irgendwie erhitzen. Aber diese Heater, diese Pipe Heater, die habe ich nicht. Brauche ich Forschung für. Also auch das wird lustig. Mal gucken, wie das wird. Kann es mir noch nicht hundertprozentig vorstellen. Gott. Uiuiuiui. Hatte ich noch Iron Sheets? Ja, habe ich hier eine Tasche. Dann einmal Iron Sheets drauf. Kabel drauf. Dann Plastic Sheets drauf. Und Schraubendreher zusammennageln, das Ding. Sehr schön. Das reicht. Sehr gut. So, dann brauchen wir ein Active Vent. Dafür brauchen wir Gold, Eisen und Kupfer.
Eisen, bitteschön. Gold, bitteschön. Kupfer haben wir hier ein bisschen drin, aber 0,5, die will ich auf jeden Fall in Kabel umwandeln. Sonst sind die nämlich Fujikator, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann machen wir uns ein Active End. Wunderbar. Dann einmal den Labeler. Dann haben wir hier den AV Out. Den AV In. Die Door Out. Und die Door In. Mehr brauchen wir aktuell nicht. Machen wir den an. So, wenn ich die Außentür geschlossen habe, dann war das auch die Außentür zuerst auswählen, ne? Ja, wow. Extern 0. Da ist nämlich fast nichts und hier machen wir 20. Passt. Kann das Ding hier rein. Die können einmal aus. Und schupp. Decrease, increase. Stellen wir auf 30 kPa. Warum ist der so warm? Was ist mit dem denn kaputt? 14 Grad drin, okay. Warum ist es hier drin so warm? Checkt das jemand? Ich weiß es nicht. Na gut. Ach, vielleicht weil ich vorhin hier, ja, genau. Bestimmt deswegen, weil ich hier vorhin den Dingens benutzt habe, den Arc-Welder. Nee, nicht Arc, dann den die Welding Torch. Und deswegen ist das hier so warm, weil es sind ja noch ein paar Moleküle hier. Es war ja kein perfektes Vakuum und die haben sich doch noch erhitzt. Aber ab unter einem kPa, nee, unter einem Pascal zählt der Druck nicht mehr, dann gibt es keine Temperatur angeblich. So, wir müssen noch 20 kPa warten. Ist der an? Der ist an. Habe ich ihn angeschaltet? I don't know. Dann bauen wir zwei davon. Nicht, dass uns die Rohre noch irgendwann platzen oder so. Sehr schön. Einen hier hin. Und der eine ist für draußen. Und dann machen wir uns hier, haben wir noch Eisen hier drin? Ja. Machen wir uns hier nämlich noch einen Locker. So, da, da. Oh, wir haben 20 kPa. Wunderbar. Und den stelle ich mir hier wieder daneben. Aber das wird diesmal der hier. Du kannst dahin. Fliegst sowieso gleich wieder durch die Gegend. Ich kenne dich. Kommt da nämlich mein Erz rein. Und zwar immer nur die vollen. Die Teilvollen, die packe ich dann nicht rein. Die werden dann nämlich auch voll gemacht. Wenn ich wieder unterwegs bin, dann mache ich die voll und dann ist auch gut. So, Druck haben wir. Dann können wir mal süffeln. Achso, ja, ich muss den Helm erst aufmachen. So. Ach, ist das schön. Ja, Atmosphäre ist was Feines, ne? Und er pumpt hier noch fleißig. Das ist krass, wie viel Druck hier reingeht, ne? Also Druck ist ja nicht viel hier drin, aber wie viel hier so reingeht, schon übel. So, dann den Electronics Printer als nächstes. Der braucht Eisen und Kupfer.
Hoffen, dass wir hier genug drin haben. Das Gold kann drin bleiben. Ja, ich hält. Ist immer das Gleiche. Kann ich den bauen? Ja. So, dann habe ich danach noch 8 Eisen über. Und ich brauche noch einen Sheet. Dann werde ich 2 Plastik-Sheets brauchen. Und auf jeden Fall müssen da noch mehr Kabel hin. Da haben wir nochmal Kupfer. Strom ist auch gleich schon wieder leer. Probieren wir unsere neue Schleuse aus. Upsi. Das war knapp. Schmeißen wir mal das Eisen hier rein. Das Kupfer nehmen wir schon mal mit. Dann heißt es wieder warten. Also am Anfang immer ein bisschen nervig mit der Warterei hier. Bis irgendwas fertig ist. Ich mag jetzt auch noch nicht losfliegen, der Tracker ist auch noch nicht an und wir werden noch genug unterwegs sein. Zusammen oder getrennt, weiß ich nicht, ob ich euch mitnehme, ob ihr das überhaupt wollt. Jo, perfektes Timing hier. Achso, wir brauchen einen Iron Sheet. Und Kabel. So, dann. Ja, seht ihr, da war die Temperatur, dann springt kurz hoch. Das war das. Vorhin. 4 waren das, oder? Ja, 4 Stück. Komm schon, gib mir einen noch. Zack. Dann müssen wir den verbinden. Zwei Stück noch, um den anzuschließen. Komm, noch ein. Sehr schön. Da kann Kupfer rein. Und dann nehme ich mit Kabeln anfangen. Wunderbar. Hier machen wir wieder Decrease. 30 kPa haben wir hier. Kriegt die nie hundertprozentig hingestellt. So, 3 Megapascal haben wir hier noch drin. Also wenn unsere Flasche mal leer ist, dann können wir hier nochmal auffüllen. Ja, ist deutlich schneller im Craften hier. So, und dann müssen wir mal schauen. Research Kit, Research Machine hier. Eisen und Gold. Also Eisen haben wir hier. Das Gold klauen wir einfach hier raus. Tada! Wow. Okay, Research Machine ging schnell. So, die hat das Problem. Man muss das hinten reinwerfen, den Scheiß. Nein, das habe ich nicht gesagt. Müssen wir uns nämlich Platz lassen. Ja, okay.
Und dann brauchen wir 6 Siren Sheets. So, das bauen wir noch eben zu Ende. Und dann mache ich Schluss. Dann werfen wir nochmal eine Runde. Oh, lustig. Werden wir nochmal einen Stopp machen. Und dann geht es in der dritten Folge weiter. Ja, zu viel gebaut, aber macht nichts. Ending Torch. Ach ja, die Electronic Parts, genau. 9 Stück waren das. Habe ich dafür Material genug? Eisen, ja. Das wird nicht reichen, also schnell mal raus und nochmal Eisen schmelzen. Während der schmilzt, würde ich sagen, düsen wir mal los und bauen noch mal irgendwelche Sachen ab. Ja, da können wir auf jeden Fall noch mal einen Stack von gebrauchen hier. Ist jetzt nicht mega dringend gerade, aber der Bottle Filler wird später auf jeden Fall einen brauchen. Reicht schon mal. Das ist für den Anfang ganz gut. H2, das ist so nah, das werde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich würde sagen, Gold wäre noch mal ganz cool. Ein bisschen in den Berg reingraben, gucken, ob da mal was drin ist. Kupfer habe ich, glaube ich, noch 3 Stacks, die ich muss ich nur schmelzen. Eisen habe ich auch genug, muss ich auch nur schmelzen. Aber Gold ist jetzt nicht so viel da. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr von holen. Da, komm her. Komm, da ist noch was wetten. Ja, geht doch. Geht doch. Dieser Bohrer ist echt nervig. Dann bohrt er hier nicht ab, da kannst du hinhalten, dann bohrt er wieder nicht. Manchmal herausgefunden, wenn man mit dem Bohrer über Erz war, also einmal so über Erz gefahren ist, dass der Name so aufploppt, das reicht manchmal auch schon, dann wird er langsamer. Weil er dann irgendwie diese Schwere vom Erz abbauen hat. Und dann lasse ich einmal die Maus los, dann drücke ich wieder drauf und dann geht es schneller. Also es kann auch völlig subjektiv sein, das Ganze, weiß ich nicht. Aber mein Gefühl sagt, es geht dann irgendwie schneller. Und aufs Gefühl kommt ja an, ne? So, Eisen ist fertig. Ja, so habe ich es gedacht. 6 Stück haben wir, genau. Bin ich noch Eisen für da? So. Dann schmeißen wir gleich mal das Gold da rein. Dann machen wir erstmal den halben. So. Ob wir danach einfach mal so eine Schmelzstunde machen. Vor der nächsten Runde hier. Mal eben den Kram wegschmelzen. Zack.
So, mit dem, oder? Ja. Einen noch. Zack, fertig. Du kannst in den Schrank. Kabel. Sehr schön, alles angeschlossen. Schmeißen wir das Ding mal an. So, und da seht ihr jetzt die Forschung. Ah, also die Rezepte sind teilweise nicht ganz ohne. Ja, also hier 5 von denen, 2 von denen. Es geht so in der Reihenfolge, die roten sind die einfachsten, dann kommen die grünen, die sind ein bisschen schwerer. Dann leider die gelben und dann die roten. Das will ich nochmal tauschen, aber das ist recht aufwendig. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ja, so sieht das momentan aus. Und wenn wir die craften wollen, dann ist das hier im Electronics Printer. Und da seht ihr hier 2 Eisen, 2 Gold, 3 Kupfer. Das ist also einiges an Ressourcen, die man braucht. Wenn man hier so schaut, für zum Beispiel Flüssigkeitstanks, ne, dass man wirklich das Kit kriegt, oder Gastanks, sind das schon 5 Stück. Na, das sind dann auf jeden Fall schon mal 10 Eisen, 10 Gold, die da durchgehen. Das ist schon ganz ordentlich. Gut. Insofern, die Folge endet. Es geht immer schnell, ne? So eine halbe Stunde, die geht richtig fix rum. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.